Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei Spiel mit mir Kinderspielzeug. Willkommen zurück zu meinem Versuch mit Essig. Ich habe alle möglichen Sachen in Essig gelegt und das Ganze auch gut beschriftet, damit ich noch weiß, wo was drin ist. Und als erstes schauen wir jetzt mal, wie das Ganze aussieht. Das ist jetzt schon ungefähr eine Woche in Essig. Und hier vorne der Slime, der hat sich relativ schnell aufgelöst. Der war im letzten Video schon aufgelöst. Da sieht man nur noch, welche Farbe der Slime hatte. Und ich habe heute auch noch mal zwei kleine Werkzeuge mit dabei. Einen Löffel und ein Holzstäbchen. Damit werde ich einmal hier ein bisschen drin rumrühren. Ah, da ist jetzt am Boden so ein bisschen die Farbe abgelagert. Aber sonst ist hier nichts Festes mehr drin. Die Orbis-Kugeln finde ich besonders interessant. Die sind klitzeklein geworden. Ganz kleine Kugeln und haben aber immer noch schöne leuchtende Farben. Sind einfach nur viel, viel kleiner. Und ich brühe die auch einfach mal mit den Fingern. Die sind immer noch recht weich. Aber lassen sich ja doch ein bisschen auch zerdrücken. Hier zum Beispiel habe ich es jetzt geschafft, eine Kugel zu zerdrücken. Die ist jetzt in der Mitte so getrennt. Fühlen sich eigentlich immer noch an wie so Gelkugeln, aber irgendwie viel kleiner als vorher. Dann schauen wir uns mal die intelligente Knete an. Ihr seht, hier ist die Knete und ein bisschen färbt die auch ab, wie man hier am Boden sieht. Die ist auf jeden Fall weicher geworden. Die ist sogar richtig matschig so. Ich glaube, die hat jetzt nicht mehr ihre besonderen Eigenschaften. Das geht gar nicht von meinem Löffel wieder ab. Das klebt ja am Löffel fest. Mal schauen, wie die sich weiterentwickelt. Direkt daneben habe ich die magische Knete. Ist ja eigentlich so ähnlich wie intelligente Knete. Und mal schauen, die ist auf jeden Fall von Anfang an schon etwas heller geworden. Die war eigentlich ja so blau glitzern. Und wenn man jetzt mal genauer hinsieht, da drin ist es auch noch so blau glitzern. Da ist nur außen so eine hellere Schicht jetzt. Und die ist jetzt auch ein bisschen matschiger und flüssiger, schmieriger, aber eigentlich noch ganz gut intakt. Also aufgelöst hat die sich jetzt nicht. Und dann geht es weiter mit Play-Doh. Da war ja schon recht schnell das Ganze so aufgelöst. Und wenn ich jetzt hier mit meinem Löffel reingehe, das ist ganz weich geworden. Es ist gar nicht mehr so wie hier bei der magischen und der intelligenten Knete, dass das noch irgendwie fest und klebrig ist, sondern das ist einfach wie Farbe, die sich jetzt hier im Wasser aufgelöst hat. Sehr spannend alles. Und es geht weiter mit der Seidenknete. Die war ja erst so hellblau und jetzt mittlerweile ist die weiß geworden. Oh, und ist auch ganz weich. Die hat sich auch aufgelöst und sieht ein bisschen jetzt aus wie Schaum. Schaum, der hier oben auf der Wasseroberfläche schwimmt. Also nach einer Woche in Essig sieht Seidenknete so aus. Und direkt daneben, man kann ihn kaum wiedererkennen, der Wolkenschleim. Überall hier sind noch die kleinen Styroporkügelchen. Die schwimmen hier oben auf der Oberfläche. Und sonst hat sich einfach das Ganze komplett hier aufgelöst. Und wie man auch an dieser Dunkelheit erkennen kann, die Knete war ja vorher schwarz und die komplette schwarze Farbe hat sich hier im Wasser aufgelöst. Ich habe meine Kiste mal umgedreht. Das ist auf jeden Fall die Tinti-Wackelseife. Also ich sehe da leider nichts mehr. Ist ein bisschen hellblau, aber wenn ich mit meinem Löffel hier reingehe, hier ist wirklich gar nichts mehr. Etwas hellblaue Farbe ist zurückgeblieben, aber sonst, man könnte es mit Essig verwechseln. Viel weniger verändert hat sich der Aquasand. Da ist eigentlich fast gar nichts passiert. Der ist immer noch wie Aquasand. Man kann den auch hier im Wasser dann so formen. Es funktioniert alles noch und er hat auch immer noch die Eigenschaft, wenn man den hier rausholt, dass der trocken bleibt. Der ist wirklich sehr robust und da ist wirklich ganz und gar nichts passiert. Was das hier ist, könnt ihr sicher auch erkennen.
das ist das Glibberauge. Und die eine Hälfte vom Glibberauge war im Essig und die andere Hälfte war hier oben an der Oberfläche. Und vielleicht könnt ihr es ein bisschen erkennen. An der Seite, wo die im Essig war, dieser Augapfel, wo der im Essig war, ist der matt. Und hier, da ist die Grenze. Und die Hälfte, die nicht in Essig lag, die ist so ein bisschen durchsichtig. Aber sonst fühlt sich das noch ganz normal an. Klebt nicht mehr so richtig. Es war ja so richtig klebrig. Also das ist jetzt hier nicht mehr so klebrig. Aber sonst sieht das fast noch genauso aus. Mal schauen, ob sich das noch weiter verändert. Dann machen wir mal mit Tic Tac weiter. Und da finde ich ganz besonders interessant, das waren ja Tic Tac mit einem Gesicht von Minion drauf. Und hier kann man auch noch die Minion-Augen erkennen. Die haben sich schon mal nicht aufgelöst. Und die Tic Tac, die sehen so aus. Die waren ja erst gelb und dann nach kurzer Zeit schon weiß. Und jetzt, oh, wenn ich die jetzt mit meinem Holzstäbchen hier berühre, lösen die sich komplett auf und verlieren auch ihre Form. Dann das nächste, das ist der Wachsmalstift. Und da ist wirklich auch gar nichts passiert. Der Essig hat sich nicht verfärbt. Die Wachsmalstiftspitze sieht auch noch genauso aus wie vorher. Auch mal drücken. Kann man auch nicht zerdrücken. Also die hat sich wirklich ganz und gar nicht verändert. Und was das ist, erkennt ihr sicher auch. Ein Center Shock. Und das hat auch noch genau die Form wie vorher. Es schwimmen aber auch hier rundherum so ein paar kleine Stückchen. Also ich glaube, etwas hat sich das schon abgelöst. Aber dieses Center Shock hat noch gut die Form. Es hat auch ungefähr fast noch die Größe. Es scheint sehr robust zu sein. Oh, und jetzt gerade, ich hatte das hier rausgeholt und gerade wieder reingelegt. Und jetzt riecht es hier gerade so ein bisschen komisch. Ein bisschen wie Süßigkeiten. Also ich glaube, der Geruch kommt vom Center Shock. Oder vielleicht auch von den Jelly Beans. Die sind auch noch ungefähr in der gleichen Größe, aber ganz weich. Komplett weich. Hier ist noch eine. Auch die ist ganz weich. Jellybeans sind ja eigentlich schon ein bisschen knackig, aber hier, die lässt sich jetzt ganz einfach mit diesem Holzstäbchen zerdrücken. Ja, das war ja wirklich wieder sehr, sehr spannend. Ganz viele tolle Reaktionen hier in meinem Experimentierkasten. Ich habe ja hier überall Essig reingemacht und diese ganzen unterschiedlichen Schleim, Glibber, Orbis. Und das Ganze war jetzt fast eine Woche in Essig und ihr habt gesehen, wie sich das verändert hat. Also gar nicht verändert hat sich der Aquasand und die Spitze vom Wachsmalstift. Relativ wenig verändert hat sich hier Center Shock, aber es wird ganz bestimmt jetzt anders schmecken als vorher. Und die anderen, die haben sich entweder aufgelöst oder wie die Orbis zusammengezogen und sind ganz klein geworden. Das Glibberauge hat sich fast gar nicht verändert. Ja, und die Süßigkeiten hier, also die Jelly Beans und die Tic Tac, die sind einfach total weich geworden und die konnte ich jetzt ganz einfach mit meinem Holzstäbchen zerdrücken. Sehr spannend, wenn ihr sehen möchtet, wie sich das Ganze weiterentwickelt, also wenn ich irgendwann nochmal ein Video davon drehen soll, vielleicht nochmal eine Woche warten und dann schauen, wie es dann aussieht, schreibt das unten in die Kommentare, dann mache ich gerne nochmal ein Update für euch. Ihr könnt natürlich auch schreiben, wie ihr das alles findet, ob ihr vielleicht auch schon mal irgendwas in Essig gelegt habt oder ob ihr noch weitere Ideen habt, was ich mal beim nächsten Mal in Essig legen soll. Gerne einfach alles unten reinschreiben. Wenn euch mein Experiment gefallen hat, dann gebt mir doch einen Daumen nach oben. Sonst schaut auch unsere anderen Videos. Vielleicht, wenn ihr noch nicht das erste Video hiervon gesehen habt, wie ich das Ganze in Essig lege, dann schaut da auch noch mal rein. Und sonst sehen wir uns einfach beim nächsten Mal wieder. Tschüss!